Im direkten Umgang ist es so, dass Sie darauf achten, immer schön Blickkontakt zu haben, den Kunden anzuschauen, ihm die Wertschätzung auch zu geben durch den Blickkontakt, eine gerade offene Haltung, eine freundliche Haltung und immer den direkten Kontakt suchen. Und so eben auch in der Kommunikation miteinander. Beim Smalltalk gibt es ja Gesetze, also stumme Gesetze. Reden Sie niemals über Politik, reden Sie nicht über eine Religion und reden Sie nicht negativ. Also so auch ja, so das Thema Krankheit, Lästern, was auch immer, das passt überhaupt nicht in einen Smalltalk. Was in einen Smalltalk passt, ist eben, dass ich Fragen stelle dem Kunden, dass ich ihm freundlich gegenübertrete und sage, ja, dass er gut angekommen ist und dass ich mich freue, dass er eben hier ist oder schön, dass es mit dem Termin geklappt hat. Und dann diesen Smalltalk so ein bisschen in die Richtung, jetzt ist gerade Urlaubszeit, Menschen reden gern über den Urlaub. Reden Sie auch nicht über das Wetter. Wir haben gerade eben kein so gutes Wetter, aber Wetter ist so etwas Banales. Oder dann eben auch was Persönliches, der Kunde, was weiß ich, der hat ein Kind dabei und sagt, ah, schön, ja, irgendwie in dem Bereich, das geht auch. Also auch hier nach wie vor dieser Kaugummi, und das sage ich deswegen, weil ich es immer wieder erlebe, dass so Kaugummi kauende Menschen vor mir stehen, das geht überhaupt nicht. Dass ich eben den Blickkontakt nicht halte, und auch im direkten Umgang ist es so, dass ich in der Körperhaltung auch aufpasse, dass ich mich jetzt nicht hinstelle vor den Kunden eben verschlossen, dass ich ihn nicht richtig anschaue oder vor allem ihm das Gefühl gebe, Hunde durchführen.